Herzlich willkommen zu meinem neuen Z21 Tutorial. Als Anfänger lernt man bei Digitalmodelleisenbahn neue Begriffe und LNCV ist eins davon. Aber bevor ich anfange, noch kurzer Hinweis zu meiner Hardware und Software, welches ich an meiner Anlage verwende. Was ist eine LNCV? LN ist die Abkürzung für den LocoNet-Anschluss. Und CV steht für Konfigurationsvariable. Das Ganze funktioniert nicht anders wie bei einem Logdecoder. Ich werde jetzt Ulmbrook-Modul programmieren mit der LNCV0. Diese steht für die Adresse des Moduls. Wichtig, jedes Modul einzeln anschließen und programmieren, da alle neu gekauften Module haben standardmäßig eine Adresse 1. Ich werde dir jetzt zwei Programmierbeispiele zeigen. Als erstes mit der alten App und das zweite dann mit der neuen App. In diesem Beispiel wollte ich dir mal zeigen, wie ich meine Ulmbrook Modul 63320 programmiere. Ich gehe hier oben auf Programmieren und hier links unten steht LocoNet CVs lesen und schreiben. Wenn ich die Module einzeln angeschlossen habe, dann kann ich sie natürlich scannen. So, dann hier oben steht Artikelnummer 63320, Moduladresse 1, LN CV Nummer 0 und der Wert von LN CV 0 ist 1. So, jetzt kann ich hier natürlich sagen, dass mein Modul die Nummer 3 haben muss, sprich wie bei einer Log, ja, einfach die Adresse 3 eingeben und dann anschließend auf Schreiben drücken. So, und damit ist es erledigt. So, zur Kontrolle können wir natürlich auch nochmal scannen, dann müsste oben, wo Modul 1 steht, die 3 auftauchen. So, ich habe jetzt Scan gedrückt und wie man sieht, unter dem Artikelnummer ist Moduladresse 3 hochgesprungen, da ich meine Modul jetzt die Adresse geändert habe. So, und das machen wir natürlich auch mit allen anderen einzeln. Wenn sie dann alle angeschlossen sind, natürlich können wir kein Scannen mehr nutzen, sonst wären sie alle auf eine Adresse geschrieben und das wird dann kompliziert. Ja, deswegen Scannen nur benutzen, wenn jedes Modul einzeln angeschlossen ist an die Z21, ansonsten nicht nutzen, sondern die Lesemöglichkeit nutzen. So, jetzt noch ein Beispiel mit der neuen App. Also, wir programmieren unser Ulmbrook-Modul, ja, 63320 und wir gehen jetzt rüber zu CV-Programmierung und dann hier links das vierte von oben, sprich LocoNet Programmierung, und wir können natürlich hier den Befehl scan ausführen, wenn jedes Modul einzeln angeschlossen wird, ja, an die Z21. Wenn sie natürlich alle verkabelt sind, dann ist besser, man tut das nicht. Wir können hier einmal manuell eingeben. Ich mache das immer so, 63320 weiter und dann Modul 1 weiter und LNCV Nummer 0. So, und dann einfach auf CV lesen und hier wird in der Mitte mir Nummer 1 angezeigt. Das heißt, ich habe hier eine Moduladresse 1. Ja, wir möchten die natürlich auf 3 ändern, dann müssen wir nur hier unten eine 3 eingeben oder 4, wie auch immer.
4. Okay. Und dann auf CV setzen drücken. So, damit ist unsere Programmierung schon erledigt. Das können wir mal gucken oder überprüfen, ja, indem wir das in der Mitte löschen und dann auf CV lesen drücken. Ah ja, so. Wir haben natürlich hier Fehler, weil ich habe vergessen, wir haben doch eben unser Modul programmiert und die hat die Adresse 4. So, damit muss ich jetzt nochmal CV lesen und mir wird in der Mitte angezeigt, mein neues Modul hat jetzt die Adresse 4. Ja. So, das war's dann auch. Ne? Also, es ist genauso einfach wie ein Log-Decoder zu programmieren.